Die Fähigkeiten der Offiziere. Die Offiziere der vier Kaiser versammeln sich. Kämpfe an der Seite der vier Kaiser, um die Macht ihrer Offiziere auf den Prüfstand zu stellen. Ja, wir sind Ruffy. Ach, die Map ist kacke. Ich mag die nicht. Musste mal außen rum gehen. Und zwei große Plätze und um auf so einen Platz zu kommen, musste mal so außen rum, so einen Umweg gehen. Schlimm ist, wenn da einer auf dem Turm steht, da musst du echt erstmal die Treppe suchen. Einmal Robin. Nee, die Robin ist richtig schlecht bei den Spielen. Also im Anime selbst ist die eigentlich richtig overpowered, aber bei den Spielen. Die Ladezeiten. Heftig. Let's go! Hawkins, es geht. Bound, oh Mann! direkt fliegt wieder alles durch die Luft. Ach so, einmal Chopper nehmen. Ja, was? Nee. Chopper ist nicht so mein Favorit. Dann spiele ich auch ab und zu mal gerne, aber wie gesagt, ich muss halt. Ich will S-Ränge schaffen. Mit Chopper schaffe ich das nicht. Hawkins besiegt. So muss das sein. Und Basis erobert. Noch besser. Boah, Kaido. Ach ja, stimmt, wir kämpfen mit dem. Ich war voll erschrocken, als er vor mir stand. Marco? Ja, jetzt ist der Baumann zu Ende und gehen wir in Snake Man. Eins nach dem anderen hier. Prügel entweder Mr. 3 oder Peros Pero. Kriegen wir hin. Oha, wie hoch! Verprügel den, der mir zuerst vor die Nase läuft. So entscheide ich das meistens. Marco ist down. Nehmen wir Peros Pero. Kinga Cobra. Katakuri Samstissel. Ist das Reset auf unserer Seite, soweit ich weiß? Zumindest meistens so. Auf nach Katakuri! Alter, wie hoch der springt immer! Schade, dass dieser volle Kraft Burst bei Ruffy nicht Gear 2 ist. Das wäre irgendwie cooler. Drake ist erschienen und noch zwei andere. Katakuri ist tot. Jetzt zumindest.
Das Hauptquartier verteidigen. Es darf nicht fallen. Ja, Drake ist ein Dinosaurier. Also bei Ruffy cool finde ich, dass er halt so schnell ist. Es macht voll Bock mit dem zu spielen. Carrot und Sanji. Was sind die denn hier zu suchen? Ich würde auch mal gerne meine Arme so verlängern und vergrößern können. Das wäre voll cool. Was bei Ruffy manchmal noch ein Problem ist, ist, wenn er mit Boundman hier, also mit diesem hier, zu hoch ist, dann trifft man manchmal die Gegner nicht. Vista. Ach, das ist der letzte dann schon. Das war ja eine schnelle Mission. Ace. Ace! Ich hoffe, das ist übrigens nicht schlimm, wenn ich immer so zwischen den Spielen hin und her switche. Weil ich spiele, wie gesagt, nicht immer das gleiche. Das war eigentlich schon immer so. Nur bei manchen Spielen bleibe ich dann etwas länger hängen, wie zum Beispiel Heyday. Weißt du übrigens nicht, wann ich das nächste Mal auf YouTube streame? Muss ich gucken, ob es zeitlich passt. Vielleicht sogar morgen, gucken wir mal. Jetzt mache Ace endlich platt, Mann! Ich will nach Vista gehen. Boah, er hat ihn nicht getroffen, bitte verarschen. Zau ihn kaputt! Oh, das wollte ich gar nicht machen. Er lebt immer noch. Jetzt stirbt endlich! Ja. Jetzt mal Vista noch die Fresse. Er sollte direkt mit dieser Spezialattacke tot gehen eigentlich. Oh ne, ein Balkenschaden hat er bekommen. Wenn man einen Gegner anvisiert hat, dann sieht man auch oben links die Leben von dem. Ja.
Down. Down and out. Cool. Sieg. Ja, an die YouTube-Leute, danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Mission.